Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind eigentlich mit diesem Zug unterwegs, mit dem RAB. Der soll nach Weißwasser, aber wie man sieht, irgendwie haben wir hier dann doch einen Zugstau. Gestern lief das doch noch, da habe ich doch noch gesagt. Ja, hier vorne, er fährt. Ja, das ist natürlich irgendwie, wenn man hier so guckt, hier eine Einfädelung. Dann haben wir hier eine Einfädelung. Sagen wir mal so, das ist dann bei einer bestimmten Anzahl Züge dann halt irgendwie ja nicht mehr so ideal, das ist klar. Du musst auch warten wahrscheinlich. Jawohl, gut, jetzt ist halt ein bisschen die Frage, sollen wir hier Optimierungen machen oder sollen wir mit dem Zug mitfahren? Weil das sind zwei Paar Schuhe. Dann haben wir natürlich noch die neue Mod vom Huge Dragon, vom ihren Chinesen. Da möchte ich dann auch mal noch dazukommen. Allerdings gerade schön, wie die hier kreuzen. Also es läuft schon. Das heißt, das Ganze ist eigentlich richtig, es sind zu viele Züge. Oder wir müssten hier halt tatsächlich das Ganze auf mehr Gleise strecken. Das war, ja, vielleicht nicht hier reingehen mit der Linie. Hier haben wir eine Brücke. Ja, das war erst hier vorne reingehen. Hier steht allerdings auch einer, aber der fährt. Und hier fährt auch einer, das heißt, der fährt gleich. Also das ist in dem Sinn kein, wie soll ich sagen, das sind keine stehenden Züge. Das ist ein bisschen, ja, dichter Verkehr, würde ich sagen. Ja, ich denke, die Lösung wäre tatsächlich, dass wir das Ganze hier halt auf vier Gleise aufteilen, dass diese Linien hier noch ein eigenes Gleis haben und hier vorne, ja, mit weiteren Gleisen durchdüsen. Aber eben, jetzt ist halt die Frage, sollen wir jetzt Optimierungen machen oder mitfahren? Es ist natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, ja, wie sollen wir denn mitfahren, wenn wir nicht fahren? Das ist natürlich auch wahr. Dann würde ich sagen, lasst uns hier das Ganze mal umsetzen. Mal gucken, ob es hilft. Ich gehe mal schwer davon aus. Weil zu viele Züge, ja, entweder nimmst du Züge raus, das möchte ich eigentlich noch nicht, weil es noch nicht zwingend nötig ist. Oder, ja, du machst halt mehr Gleise. Kriege ich das hier so hier raus? Wir schauen mal. Das müsste doch gehen, dass ich hier reinkomme. Jawohl, und es ist sogar eine vernünftige Weiche. Okay, das können wir schon mal so bauen. Dann hätten wir gerne hier, weil ich lasse die Weiche mal bestehen. Die benutzen wir dann einfach nicht. Beziehungsweise nicht für unser Vorhaben. Das Spiel läuft, glaube ich. Jawohl, ich bin auf Play. Ich glaube nicht, dass uns unser Zug davonfährt, während wir bauen. Man sieht ja, das wird eher schwierig. Kann ich dich hier? Ich habe dich doch eigentlich. Jetzt hat es geklappt. Jawohl. Einmal den hier. Und dann müssen wir halt wahrscheinlich mit Wegpunkten arbeiten. Das wird nicht anders gehen. Und hier machen wir die Brücke tatsächlich, ja, mehrgleisig, wenn es denn irgendwie geht. Ne, trotzdem bauen möchte ich nicht, weil das war gerade nichts. Ja, so ist es okay. Und dann hier noch so. Das Spiel ist, glaube ich, noch nicht ganz wach. Das gibt es echt ab und zu halt zu Beginn. Ja, dass man ein bisschen basteln muss und dass es halt da nachrechnet. Jetzt würde ich hier mit dem Gleis tatsächlich noch weiter. Bis irgendwie nach hier vorne und erst hier vorne. Weil hier haben wir tatsächlich, guck mal, hier haben wir schon wieder eine Einfädelung. Die fahren zwar, aber das muss jetzt nicht sein, dass hier gleich nochmal eine ist. Das machen wir anders. Jetzt fährt der auch. Ich habe, muss ich zugeben, doch ein bisschen Angst, weil jetzt fahren fast schon wieder zu viele, dass uns unser Zug davon fährt. Ich glaube es allerdings nicht. Hier vorne ist dann Feierabend mit Fädeln. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in diese Gleise rein. Machen wir so. Wie gesagt, das müssen wir halt irgendwie mit Wegpunkt regeln. Jetzt ist es ein bisschen doof. Ja, wir haben bei der Strecke im Prinzip schon Wegpunkte. Jetzt muss ich wieder genau gucken, wo die Wegpunkte sein müssen. Und lieber Zug bitte noch nicht fahren. Nicht, dass wir hier jetzt irgendwie, weil ich möchte dann hier schon den neuen Bereich befahren natürlich. Wenn wir den jetzt schon bauen. So, da müssen wir auch noch schnell gucken mit den Signalen, wie wir das handhaben wollen. Aha, das geht da nicht. Okay, aber von hier kommend geht es dann meistens. Schnell die Kontrolle. Ja, ist eine Weiche. Können wir so machen. Jetzt düse ich schnell zurück, um zu gucken, weil das war jetzt natürlich relativ schnell gemacht. Weitere Gleise hinzufügen ist nie ein großes Thema. Ne, er steht noch brav hier. Gut, also da machen wir zuerst mal die Signale. Signalsetzung. Einmal zack ihn hier. Wäre, würde ich sagen, einmal hier. Dann muss ich genau gucken. Wo haben wir hier überall Signale? Hier haben wir eins, das ist eigentlich richtig. Dann haben wir da eins, das ist eigentlich auch richtig. Dann bräuchten wir hier eins. Dann bräuchten wir hier einen fröhlichen Block. Ja, man sieht schon, sie stehen halt schon. Also, dann ist das nicht falsch, wenn wir das jetzt machen. Da muss man halt wirklich auch mal, ja, auch wenn wir jetzt halt mitfahren wollten. Also es macht halt einfach keinen Sinn. Weil wir können nicht fahren. Ganz einfach. Deswegen haben wir das jetzt hier eingeschoben. Und die neue Mod vom Huge Dragon,
Ja, sagen wir mal so, die läuft uns ja nicht davon. Also, die werden wir sowieso uns natürlich noch ansehen. Das ist ganz logisch. So, einmal so. Dann haben wir hier ein Signal. Das ist okay. Hier unten haben wir hier ein Signal. Das ist auch okay. Und hier ist es genau falsch. Hier bräuchten wir es hier. Und das kommt weg. Und das kommt auch weg. Und dafür haben wir dort einen Block. Dann machen wir hier noch ein Signal hin. Zack. Das müsste jetzt von den Signalen her passen. Wir gehen nochmal gucken. Ist unser Zug schon abgehauen? Ich hoffe es mal nicht. Nee, der war... Moment. Nee, jetzt fährt er aber. Okay, er fährt aber falsch. Wisst ihr was? Wir machen ganz schnell Pause. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, welches ist unser Zug? Er hier. Oh, hat der das automatisch angenommen? Dann brauchen wir gar keine Wegpunkte. Lasst uns schnell gucken. Tatsächlich, der benutzt bereits dieses neu gebaute Ding. Ja, das ist ja Erfahrung. Was ist das hier? Ach, das ist ein Zug. Okay, welches ist jetzt mein Zug? Wir haben, glaube ich, den einen aus der Linie noch vor uns fahren lassen. Ja, dann fährt der hier. Das ist okay. Dann wäre unser Zug der hier hinten. Aber guck mal, er fährt links. Ja gut, das ist ja auch richtig. Er fährt nicht links, er fährt rechts. Nee, das da passt alles. Wir schauen nochmal schnell. Das wäre auch einer. Allerdings, ich glaube, wir sind tatsächlich mit dem mitgefahren. Aber komm, dann fahren wir mit ihm hier mit. Also, wir gehen hier mal raus. Schön, dass das ohne Wegpunkte funktioniert. Ich kann hier mal auf Play gehen. Schlagen hier ein. Und dann möchte ich hier aber später nochmal vorbeikommen. Um mir das Ganze... Tütüt. Oh, wir haben natürlich jetzt auch wieder Sound. Da muss ich mich nochmal entschuldigen für gestern. Das war halt tatsächlich beim 10-Jahre-Stream. Den gibt es ja auch auf YouTube als Video natürlich. Da musste ich wegen den zwei Kopfhörern ein anderes Programm laufen lassen, das eine andere Audioquelle hat bei OBS. Und ich habe es natürlich vergessen umzustellen. Das heißt, mit der normalen Audioquelle hatten wir dann halt gestern keinen Sound. Das tut mir natürlich leid. Okay, wir müssen... Aber warum müssen wir denn jetzt hier warten? Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, wobei der andere da vorne fährt, weil halt drei Züge gleich wieder auf diesen Gleisen sind. Ja gut, das ist der Anfang. Das ist, weil die gerade aus dem Depot kamen und alle an der gleichen Stelle sind. Wenn sich die ein bisschen verteilen, dann haben wir diesen Effekt natürlich nicht mehr, dass wir hier warten müssen. Weil drei Züge für diesen Bereich, den wir jetzt neu gebaut haben, also das kann kein Problem sein, beim besten Willen nicht. Und hier sehen wir, da fahren doch ein paar. Es ist nicht ein kumuliertes Rumstehen und nicht mehr vorwärts kommen, sondern es ist tatsächlich, ja, wobei da vorne eben schon. Ja, wir wären, glaube ich, fast besser mit dem anderen Zug mitgefahren. Jetzt müssen wir jedes Mal warten, bis der wieder irgendwie ein Signal passiert hat. Ich muss aber nochmal wiederholen, das werden wir künftig hier auf dieser Strecke nicht mehr haben, weil sich die Züge eben verteilen. Und wir hier eigentlich als einziger Zug tatsächlich unterwegs sind. Und ein sehr schöner, wie ich finde. Das sieht doch schon sehr stattlich aus. Sehr nett. Ich muss mal bei mir schnell... So, mit der Lautstärke ein bisschen rauf. Ich möchte den Zug auch hören. Nicht einfach nur irgendwie gar nichts. Die Musik habe ich, glaube ich, eingestellt. Da muss ich nochmal schnell gucken. Oh, hier, ganz viele Züge. Auch wenn der eine steht. Oder zwei. Aber das ist natürlich ein schönes Bild. So, da frage ich mich gerade wieder... Ja, kommt, wir gehen aufs Dach rauf. Wenn hier so viele Züge entgegenkommen... Muss nur meine Tastatur finden. Jetzt hat es geklappt. Einmal Höhe und einmal den hier. Jawohl, dann fahren wir hier parallel mit dem Güterzug hier vorne. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Da kommt noch die Heisi-Lok entgegen. Die kommt wahrscheinlich aus Dortmund, nehme ich an. Weil wir ja hier tatsächlich die Umfahrung nutzen in Dortmund. Wir fahren nicht durch den Bahnhof durch, wir fahren außen rum. Also, wenn wir denn fahren. Ja, wir sind immer noch auf frisch gebautem Gleis. Also das heißt nichts anderes. Ja, wie das wir hier halt tatsächlich jetzt die ganzen drei Züge von dieser Linie haben, die hier noch durch wollen. Während die auf der gegenüberliegenden Fahrspur, hier der Railjet, ja, die können einfach fahren. Das ist eigentlich fies. Ist denn dort vorne die Einfädelung? Haben wir die dort jetzt gemacht? Ja, hier ist die Schranke, genau. Da hat man gerade gesehen, die ist aufgegangen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn du irgendwo wartest, das Zug, und die Schranke geht auf vor dir. Das heißt dann schon eher, du wartest wahrscheinlich noch ein Momentchen. Ich habe die Signale schon richtig gesetzt. Ja, jetzt fährt unser Kollege da vorne, da sehen wir es, da fährt er weg. Ich frage mich, wie er das macht, wenn da gerade auf der anderen Seite einer daherkommt. Na gut, so haben wir natürlich auch ein bisschen Train-Watching. Das ist ja auch nicht das Verkehrteste, was man machen kann. Jo, jetzt haben wir grün.
Ich würde das jetzt hier tatsächlich mal ausklammern. Also das können wir nicht als, wie soll ich sagen, das hier, dass man hier nicht fahren kann. Das können wir nicht so nehmen. Weil wirklich die ersten drei Züge oder die einzigen drei Züge, die diese Gleise benutzen, halt alle hintereinander herfahren. Dann hast du das natürlich. Das haben wir, wie gesagt, später nicht mehr. Aber schön, jetzt haben wir hier tatsächlich doch auch drei Züge, die fahren. Er hat Vortritt. Da können wir natürlich nochmal gucken, ob wir das nicht vielleicht sogar weiter optimieren wollen. Ob wir hier nicht die vier Gleise, also die Weiche nicht hier, die Einfädelung, sondern die vier Gleise noch weiter vorne machen wollen. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich wollte es einfach möglichst weit weg haben von der anderen Einfädelung. Ja, und das ist von den Signalen her schon richtig. Ja, da ist eins, hier ist eins. Und auf der linken Seite dort ist eins für die BR-103, die gerade entgegenkommt. Mit den Rheingoldwagen. Auch ein schönes Bild. Ach, es ist halt ein schönes Spiel. Muss ich schon immer wieder sagen. So, jetzt geht's Richtung Umfahrung Dortmund, würde ich sagen. Hier schön dem See entlang. Und wunderbar, wie da Züge entgegenkommen. Und vor allem eben, sie fahren hier. Also das hat jetzt schon was gebracht, denke ich, mit diesem Wegziehen dort. Jetzt müssen wir hier... Müssen wir hier schon rechts? Muss gestehen, weiß ich nicht. Werden wir gleich rausfinden. Ja, dann sind wir jetzt auf der Umfahrung wahrscheinlich. Dann müssen wir rechts dann Dortmund haben. Das werden wir auch daran erkennen, dass die Performance runtergeht. Weil das halt der Zentralbahnhof ist, wo dann doch relativ viele Züge langfahren. Aber wir werden, ja, auch nochmal Züge sehen. Jetzt haben wir noch ein Autosave, das zählt auch nicht. Das ist auch keine Standzeit. Nein, nein, nein. Das ist vom Spiel und das ist okay. Da war ich jetzt wirklich letztens auch mal wieder froh. Als, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ein falsches Fahrzeug genommen. Oh, da fällt mir noch ein, wir müssen nachher noch schnell nach Heisenberg City. Weil da wurde mehrfach geschrieben, dass ich dort, glaube ich, das falsche LKW-Teil erwischt habe. Das werden wir uns nochmal kurz ansehen. Während hier die weiße Lady durchdüst. Hallöchen, Kollege. Und wir müssen halt wieder warten, bis der andere da vorne weg ist. Es ist ja auch nur zweigleisig. Also eben, das können wir natürlich noch korrigieren. Da müssen wir auch wieder aufpassen hier beim Portal. Weil dieses Portal ist nicht auf mehr als zwei Gleise ausgelegt. Das heißt, hier müssen wir entweder das Gleis, ja, sagen wir so, ein zweites Portal machen oder dieses Portal dann ändern. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Wir werden das sowieso jetzt im Auge behalten. Wir sind ja immer wieder irgendwie unterwegs, also spätestens bei der Universallinie. Wenn wir die bauen, da sehen wir natürlich überall dann die stehenden Züge. Und ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr jetzt per Zufall etwas seht, was ich nicht sehe. Dass irgendwo in einem Bereich massiv Züge steht, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Schreibt aber bitte ungefähr hin, wo. Damit ich das dann auch finde, wenn ich danach Ausschau halte. Hier ist es okay. Würde ich sagen. Das da hinten ist aber, glaube ich, auch noch nicht Dortmund. Ja, jetzt bin ich gerade leicht überfragt, was wir hier machen. Aha. Okay, dann geht das hier auf die... Doch, klar ist das Dortmund. Da hinten ist der Zentralbahnhof. Doch, doch, das stimmt schon. Das ist einfach die Umfahrung. Ganz klar. Die haben wir mal irgendwie vor, weiß nicht, 20, 30 Folgen gemacht. So für den ersten Zug, der hier angeht. Oder lang vor. Und jetzt sehen wir natürlich auf der rechten Seite noch unser Schloss. Ja, und da wird nochmal gehupt. Also das müsste jetzt dann auf der rechten Seite aufpoppen, während da unten eben der Zentralbahnhof ist. Ja, da sehen wir auch schon die Türme. Sehr schön. Ja, das ist natürlich schon herrlich. Hier fährt ja noch eine Museumsbahn hin. Oh, da müssen wir auch nochmal gucken. Da habt ihr auch mal geschrieben, dass das dort irgendwie nur eingleisig ist. Das ist natürlich auch nicht die Idee. Das wollten wir auch anders haben. Ja, und hier unten jetzt aber, jetzt sehen wir hier tatsächlich ein paar Züge rumdüsen. Der Hybrid ist da noch und da hinten ist der Zentralbahnhof. Da wollen wir aber nicht rein, deswegen umfahren wir es. Sondern wir wollen ins gute alte Weißwasser. Während ich da hinten, glaube ich, sogar wieder die Heisilok sehe. Mit den orangen Einheitswagen. Ja, die düsen da über die Brücke. Ah, jetzt ist die Performance aber wieder. Kaum hat man Dortmund hinter sich gelassen, hast du wieder die 60 Frames. Das ist schon schön. Es ist schon... Wie soll ich sagen, speziell. Also das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich kenne halt primär Spiele. Entweder hast du Performance oder nicht. Also entweder hast du deine 60 Frames oder nicht. Und Transport Fever ist halt schon tatsächlich so. Also um genau zu sein, Transport Fever 2. Ja, wenn du bei Gebieten bist, wo tatsächlich viel los ist, hast du keine Performance mehr. Oder sie geht halt runter, sagen wir es so.
Und wenn du irgendwo in der freien Wildbahn bist, wo es ein paar Bäume hat und sonst nichts, dann hast du die 60 Frames und sind die wieder da. Ach, Tag, Kollege, auf dem gleichen Gleis unterwegs. Schön, der ist sogar gut beladen, wie man sieht. Ja, bis auf die letzten zwei Wagen. Warum stehen wir? Ja gut, der... Aha, wir fahren. Ich wollte gerade sagen, der kann uns eigentlich nicht stören. Der ist auf dem Gegengleis. Aber da kommt noch mal einer, der möchte auch ins gleiche Gleis rein. Da haben wir jetzt die Vorfahrt bekommen. Da würde ich mal frech sagen, zu Recht. Da kommt der Hector Rail. So, einmal diesen hier. Der ist nicht ganz so beladen. Das ist wahrscheinlich die gleiche Linie wie die, die vorher vorbeigefahren ist. Und da waren die Wagen ja voll bis auf zwei. Aber eben, das ist auch nicht die Idee. Mir fallen jetzt gerade ganz viele Kommentare ein von euch. Irgendjemand hat mal noch geschrieben, wenn ich nach Baumaterial Wagensuche nicht Baumaterial einstellen. Weil dann kommen nur die... Da kommen, glaube ich, nur die leeren Wagen. Wenn ich da mal suchen würde, ohne dass ich einstelle, was wir transportieren wollen, dann müssten die anderen eigentlich auch kommen, die beladenen. Ja gut, das ist etwas, das merken wir uns für die Zukunft. Und hier sehen wir schon den dritten von... Den dritten im Bunde. Der hier von dieser einen Linie ist. Und wir müssen da natürlich noch rüber. Das heißt, hier vorne fahren wir in die Stahlbrücke rein. Ja gut, jetzt was machen wir denn? Ja, nee, jetzt fahren wir erstmal. Herr Heisenberg, nicht jetzt schon wieder. Ich muss schon wieder mal überlegen. Ja, das mit Heisenberg City werden wir sicher machen, dass wir dort das richtige LKW-Portal erwischen. Das kann nicht so schwer sein. Und eben, wir haben natürlich vom Huge Dragon noch dieses Tram- und Bus-Depot. Ach genau, hier geht's durch den Bahnhof durch. Stimmt. Da haben wir ja genau, da haben wir die Gleise nochmal neu gelegt hier. Ja, damit wir hier in Ruhe durchfahren können. Weil die sind nicht belegt, die Gleise. Also hier hält keiner. Oh, das ist natürlich schon cool. Hier mit dem RAB einmal durch den Güterbahnhof durch. Da könnte man fast ein bisschen Höhe generieren. Dann sehen wir den auch nochmal. Und hier ist ja schon auch Bewegung drin. Sehr schön. Da hinten sehen wir auch nochmal einen, der gerade reinkommt. Und wir düsen wieder runter, sonst haben wir einen Baum im Gesicht. Aha, wir sind im Tunnel drin, da lasse ich die Kamera mal noch so. Aha, wir sind schon wieder raus. Geht's auf eine Brücke? Ne, guck mal, sehr gut, wir stehen. Jetzt freue ich mich zum ersten Mal, dass wir stehen. Weil dann kann ich die Kamera wieder ausrichten. So, weil auf einer Brücke drauf, das geht halt nicht, das ist halt relativ schwierig. Ja, jetzt haben wir hier auch nochmal eine Standzeit. Ich denke, wir sind mittlerweile schon so weit, jetzt hier nach, was haben wir denn, 130 Folgen, ich glaube so um den Dreh rum, dass wir wirklich mal einfach nachher irgendwie, ich würde das sogar machen, bevor wir die Universallinie machen, dass wir mal so ein Sightseeing-Ding machen. Ohne mit dem Zug mitfahren, sondern einfach mal über die Map düsen und kontrollieren, ob wir wirklich irgendwo massive Standzeiten haben. Ich meine, wenn wir das jetzt wieder gesehen haben, das ist halt keine massive Standzeit. Das ist halt einfach mal kurz warten, bis die Gleise freigegeben wurden. Also das sehe ich nicht als Problem an. Es ist aber doch eine längere Fahrt. Oder meine ich das nur, weil wir immer mal wieder standen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Und wir fahren ja tatsächlich in Weißwasser in den oberen Bereich rein. Das ist natürlich auch nett. Dann sehen wir noch ein bisschen die Stadt unter uns. Also wir nutzen jetzt, oder wir haben für diese Linie jetzt nicht den unterirdischen Bereich genutzt. Das werden wir wahrscheinlich für die Universallinie dann wieder machen, dass wir da reingehen. Ja, hier haben wir unsere Brücke, den Inspiro, und wir können sogar fahren, sehr schön. Allerdings hat langsam, weil es eine wilde Kurve war dort. Ah, genau, und da haben wir die Ruine. Ich stelle gerade fest, das ist eine relativ gute Strecke. Da fahren wir sogar außen rum. Guck mal, das da unten ist der Kollege von unserer Linie. Ich stelle gerade fest, dass diese Strecke ein paar doch nette Sightseeing-Momente hat. Einerseits natürlich eben mit der Ruine hier und auf der anderen Seite mit dem Schloss, was wir da in Dortmund hatten. Hier muss die BR-103 warten. Okay, das ist zum Beispiel so ein Punkt, da müsste man jetzt gucken, ob die lang warten muss. Genau, es wurde noch geschrieben, heißt, ich mache mal eine Linie nur mit einer Lok. Da habe ich aber auch geantwortet, weil da wurde geschrieben, das hätten wir noch nie gehabt. Oh, bist du von unserer Linie und fährst schon zurück? Das ist sogar gut möglich. Wo war ich jetzt? Bei einer Lok ohne Wagen. Da oben ist der kurze Baumaterialzug. Ganz bewusst so kurz. Ja eben, das haben wir tatsächlich in früheren Staffeln auch schon gehabt. Das haben wir auch schon gemacht, dass eine Lok einfach alleine rumfährt. Können wir natürlich wieder mal machen. Also warum auch nicht? Also da bin ich eigentlich schon auch, wie soll ich sagen,
Ja, das können wir machen. Aber ich würde das jetzt nicht als Priorität nehmen. Warum müssen wir jetzt hier wieder warten? Wahrscheinlich, weil unser Kollege von der gleichen Linie da vorne wieder auch irgendwo steht. Jetzt geht's weiter. Da sehe ich noch ein ICE aus dem Augenwinkel. Ach, das geht geradeaus. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich eher vermutet. Ach, wahrscheinlich geht es hier geradeaus. Geht es wahrscheinlich in den unterirdischen Teil vom Bahnhof. Nehme ich an. Während wir hier ja, in den oberirdischen wollen. Und der IC wahrscheinlich in den unterirdischen. Deswegen muss er hier schnell warten. Also ich hoffe, er muss nur schnell warten und nicht lang. Das ist etwas, was ich gemeint habe. Das müssen wir jetzt vermehrt tatsächlich im Auge behalten. Ob irgendwo Züge zu lange warten. Das werden wir sehen. Es ist auch schön, wenn immer wieder irgendwelche fahren. Dann weiß man. Ich hatte es auch wieder einen Satz. Dann weiß man, sie stehen nicht. Ja, wenn sie fahren, dann stehen sie relativ selten. Ist da vorne? Ja, da ist Weißwasser. Da sehen wir den Bahnhof. Und da düsen wir jetzt, wie gesagt, oberirdisch rein. Im Sinne dessen, dass wir hier diese Brücke über die Stadt nutzen. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ist dann aber auch das letzte Gleis, was wir hier zur Verfügung hatten. Das heißt, wenn wir hier nicht eine Doppelbelegung wollen von den Gleisen, dann müssen wir mit den nächsten Linien sowieso unterirdisch rein. Da kommt wieder der Kollege von unserer Linie. Das heißt, wir können hier in unser Gleis rein, sobald der weg ist. Jawohl, nämlich jetzt. Und da hinten ist der Hybrid unterwegs. Beziehungsweise der hält gerade. Und belädt. Wir haben ja doch drei Leute hier an Bord. Und wir haben hier eine gute Kapazität mit knapp 200 Fahrgästen. Sehr schön. So, wir gehen nochmal kurz raus hier, damit wir den Zug nochmal sehen. Ja, es hat auch einen Hochbahnhof, da haben wir wieder eine Brücke, da kann ich mit der Kamera wieder nicht vernünftig. Aber sehr schön, guck mal, da hinten ein Hybrid, dann hier ein Regio, der rausfährt, beziehungsweise in den Bahnhof reinfährt. Sehr schön. Lasst uns sogar vielleicht noch kurz wenden. Machen wir normalerweise nicht, aber dann hätten wir den Zug hier nochmal auf der Brücke. Ja, apropos Brücke. Weil mir gefällt es hier gerade sehr gut. Ja, da kommt nochmal der Inspiro. Also mir gefällt es hier in dem Sinne gerade sehr gut. Hier, guck mal, das ist halt die Brücke, die über Weißwasser hinwegführt. Das hätte ich gerne so noch schnell mitgenommen. Dass wir hier einfach nochmal die Brücke befahren und danach gehen wir raus. Und dann düsen wir wirklich schnell nach Eisenberg City. Ich möchte dieses LKW-Ding da sozusagen reparieren, korrigieren. Weil das funktioniert natürlich sonst gar nicht. Ah, schön, der Betrieb hier. Gefällt mir. Gut, dann haben wir die Strecke tatsächlich hinter uns. Der RB fährt da lang. Also im Idealfall, wenn er nicht steht. Wie gesagt, das werden wir halt im Auge behalten müssen. Und jetzt müssen wir hier schnell gucken. In Heisenberg City. Wo müssen hier die Baumaterialien hin? Das wäre der Bereich. Und ich glaube, ich habe die Linie halt wahrscheinlich dahin geführt. Das werden wir rausfinden. Mit dem Auge. Baumaterial, das wäre diese Linie. Die nehmen wir mal raus und sehen. Die fährt nach da hinten. Ja eben, das ist ja genau falsch. Moment. Also ich glaube, es ist falsch. Nochmal schnell. Moment, das nochmal wegnehmen. Dann brauche ich hier nochmal. Nicht den hier, sondern. Sag mal, jetzt habe ich ein Durcheinander bei dem hier machen. Wo haben wir das andere LKW-Port? Hier wäre es. Also, wir schauen hier nochmal, wo das hin muss. Ja, das ist tatsächlich richtig, dass das falsch ist. Also wir müssen mit dem Baumaterial nicht hier hin. Wir müssen tatsächlich hier hin. Das war der Ablade-Punkt. Also Linie verwalten. Wir nehmen raus die Bachstraße. Kriegen natürlich eine Fehlermeldung. Wir wollen hier hin. So, jetzt passt es. Jetzt wird das Baumaterial tatsächlich dort abgeladen, wo es hingehört. Sehr schön. Waren wir nochmal in Heisenberg City. Ist ja schon auch ein schönes Städtchen. Hier haben wir noch das eine oder andere Gleis frei. Also hier könnte man schon auch relativ bald mal nochmal hingehen und hier diese Gleise füllen. Hier könnte man natürlich sogar das mit der einzelnen Lok machen. Dass hier eine einzelne Lok reinfährt, zum Beispiel, dass die hier zum Güterbahnhof fährt. Falls wir hier noch ein Gleis hätten. Gut, aber dann würde ich das jetzt mal verschieben. Wir haben noch so viel zu tun. Die Unilinie steht noch an und, und. Jetzt möchte ich aber hier hinten, ja guck mal, auf Anhieb gefunden. Dieses Teil vom Huge Dragon mir mal noch ansehen. Das ist eben Straßenbahn. Sehen wir hier, sind die Schienen. Mit Waschanlage, das habe ich gestern schon gezeigt. Und ein Busterminal. Ja gut, das würde im
Kamera? Das würde im Umkehrschluss heißen, wir bräuchten hier eigentlich eine Straßenbahn in dem Städtchen noch. Wir haben Busverkehr, das sieht man hier. Ja, dann machen wir das doch. Ich würde nicht eine Riesenstraßenbahn machen, weil mir geht es tatsächlich primär darum, dass wir sehen, wie diese Mod funktioniert hier. Guck mal, wie die Züge fahren. Also, hier fahren sie, hier stehen sie nicht. Eben, aus dem Augenwinkel immer ein bisschen gucken. Gut, also das hier ist der Bus. Beziehungsweise, das ist aber auch irgendwie Straßenbahn. Grafrath-Haltepunkt. Ja, wir sehen es ja hier oben, Straßenbahn und Bus ist das. Und das ist halt die Zufahrt. Das heißt, wir machen mal eine Straße hier runter. Eine städtische natürlich. Und die gerne mit Tramschiene. Elektrisch. Welche war das? Das müsste die hier sein. Finden wir gleich raus. Wenn ich ziehe. Jawohl. Irgendwie hier rein. Mach mal. Okay, das passt schon. Jetzt haben wir hier natürlich noch keine Schiene. Das ist dann auch Gegenstand einer Änderung. So, mal hier raus. Mit einer Kurve da rein. Haben wir eine Brücke? Oder was gibt es? Das ist ein Tunnel. Im Ernst jetzt? Nee, ich möchte hier... Da muss ich aber gestehen, ich möchte hier keinen Tunnel haben. Dann gehen wir hier ein bisschen weiter. Irgendwie, wir gehen hier raus. Machen hier Höhe. Also dann habe ich fast lieber eine Brücke, muss ich gestehen. Geht das so? So geht's. Guck mal, dann haben wir hier... Ja, eine Steigung. Aber die Steigung, die nehmen wir mit. Das passt. Gut, jetzt, wo wollen wir hin? Mit der Straßenbahn. Das hier unten ist nur ein Busding. Oder kann ich das noch konfigurieren? Mit Straßenbahn-Ding? Nein. Da brauchen wir ja Straßenbahn-Haltepunkte. Warum nicht vielleicht hier sogar der Bus? Und auf der Seite, guck mal, das ist ja auch ein Eingang. Dass wir hier dann die Straßenbahn haben. Machen wir mal. Gebäude. Bin ich richtig? Ne, ich bin bei der Eisenbahn. Gebäude. Die Personendingens. Und jetzt hier schauen. Ja, wir haben im Endeffekt natürlich hier oben. Aber das ist einfach die Zentrale. Aber man könnte natürlich auch das hier einfach nehmen für den Bahnhof. Aber ich würde tatsächlich hier trotzdem irgendwie was hinmachen. Was Vernünftiges mit Straßenbahn. Da haben wir es ja. Straßenbahnschienen, ja. Beziehungsweise elektrisch. Obus, Trolley. Was haben wir hier denn noch alles? Schleifen oben. Das ist doch okay. Lassen wir das mal so, wie wir es haben. Auszügen. Was sind denn Auszügen? Wahrscheinlich auf... Oder lese ich es falsch? Nee, das sind wahrscheinlich Aufzüge. Na, das ist doch eigentlich sehr cool. Jetzt könnte man hier die Straße noch kappen und das einfügen. Ich würde es aber fast eher anders machen. Dass wir die Straße freilassen für den normalen Verkehr. Und hier mit der Straßenbahn hier reindüsen. Wenn ich es dann mal noch sanft drehen könnte. Jetzt. Zack, man sieht, das hängt dran. Das passt schon mal. Da wird, glaube ich, gerechnet, gemacht, getan. Bitte nicht abstürzen. Es ist nur eine Straßenbahn. Oh, das sieht nicht gut aus. Machen wir Escape. Uff. Jo, da sind wir wieder. Irgendwie dieses Tram-Ding. Ja, es wollte nicht. Keine Ahnung, ob irgendwie, ja, das Ding irgendwie Trams nicht mag. Also Straßenbahn, ich weiß es nicht. Wir müssen was anderes nehmen. Ich hatte jetzt Glück, genau wegen dem Autosave. Wir sind genau wieder hier gelandet. Also sogar die Straßen sind schon gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da noch ein Autosave war. Aber das ist natürlich ein gutes Zeichen. Gut, versuchen wir es nochmal. Also, ist natürlich blöd. Eigentlich relativ kurz vor Schluss. Ja, jetzt muss ich nochmal das ganze Spiel nochmal 10 Minuten laden. Aber mein Gott, das ist Transportfieber 2, das passt schon. Was wollte ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich hier völlig falsch. Straßen? Moment. Doch, das war schon hier. Bei der Straße? Sag mal, hier Gebäude, jetzt habe ich's. Okay, gut. Also jetzt aber würde ich vorschlagen, nicht mehr das gleiche zu nehmen. Ich glaube nicht, dass das eine Macke hat tatsächlich, aber irgendwie... ja, weiß auch nicht, hat es eine Macke. Das dann doch. BRT-Station, das ist, glaube ich, auch vom Huge Dragon, das Ding. Wir können ja mal gucken, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, okay, das ist ein relativ großes Teil. Tramgleis elektrifiziert. Wir versuchen das mal, das scheint sogar zu klappen. Wo ist hier ein Tramgleis? Es ist mir zu wuchtig. Kommt, wir machen was Kleineres. Da muss ich hier nochmal rausgehen. Escape, weil... Ja, jetzt habe ich es immer noch an der Angel. Wenn das halt an der Straße hängt, dann wird immer berechnet, bla bla bla. Ich muss das mal irgendwie so machen. Genau. Was ist das hier? Bus-Tram-Station groß. Das klingt doch auch gut. Jawohl, hier haben wir schon elektrifiziert.
Das ist doch ein schönes Teil. Ja, kommt, nehmen wir das hier. Weil, wenn es funktioniert, funktioniert's. Zack, einmal hier hin. Wunderbar. Dann haben wir natürlich die anderen Tramhaltestellen noch. Das sind dann aber eher kleinere Sachen. Ja, Wartehaus Holz. Das ist eigentlich egal. Also das ist Bus und Tram. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein und dann vielleicht nicht ja wieder exakt dort lang, wo die Busse fahren. Also das ist natürlich dann keine gute Idee. Warum haben wir eigentlich hier immer noch das Ding hier? Überall. Ja, die Cargo-Sachen, die sind im Moment ja gar nicht interessant. Dass wir hier hinten lang gehen. Hier ist aber die Straße noch nicht mal fertig. Hier sind beide Straßen noch nicht fertig. Sag mal, muss ich jetzt erst noch Straßen bauen, bevor ich hier meine Straßenbahn hinbauen kann? Eine mittlere Straße. Ich mache mal noch keine Gleise, sonst kriegen wir durcheinander. Das ist einfach überall ohne Gleis. So, und dann schauen wir, wo wir durch wollen und dann machen wir das Gleis. Hier ist eigentlich auch Feierabend, das ist aber egal. Vielleicht sogar in den Kreisel rein? Ne, wir gehen am Kreisel vorbei. Wir düsen hier lang. Wie gesagt, wir wollen eigentlich nichts Riesiges machen. Ich würde hier in die Stadt rein und wieder zurück. Tatsächlich. Mir geht es um die Mod hier vom Huge-Strecken. Ich möchte die sehen. Also, dann schauen wir nochmal schnell. Gebäude. Was haben wir jetzt gesagt? Hier sicher anhalten. Dann düsen wir nachher hinten. Ja, da könnten wir hier schnell anhalten. Düsen hier runter. Dann würde ich hier kurz anhalten. Dann düsen wir hier hin. Dann richtig drehen ist hilfreich. Einmal den hier und dann schon noch ein bisschen in die Stadt rein. Hier unten. Hier haben wir keine Bushaltestellen. Das ist sicher nicht so verkehrt. Einmal den. Dann hier vorne. Irgendwie drehe ich immer falsch. Oh, guck mal hier. Hier werden wir wahrscheinlich 10.000 Leute haben, die mit der Straßenbahn fahren wollen. Hier wieder rauf. Dann hier vielleicht in der Industrie nochmal. Und dann würde ich tatsächlich das Ganze lassen. Dann düsen wir hier unten durch. Und hier wieder rein. Gut, jetzt, wie machen wir jetzt am besten die Gleise? Ihr habt immer geschrieben, irgendwie, ich mache das immer falsch, weil ich dann die ganzen Dingens... Das ist aber schon hier mit dem magischen Ding ist doch besser. Dann bleiben die Straßen doch bestehen. Hier natürlich Tramgleis elektrisch. Ja, jetzt müssen wir das aber von hier oben haben. Also hier hätten wir gerne Tramgleis, hier hätten wir auch gerne eins. Hier, hier, hier und da auch noch schnell nachbessern. Dann hier, dann geht das... Hier um die Kurve. Oh, jetzt werden aber hier Gebäude ersetzt. Wie kann ich das denn noch machen? Anstelle oder statt mit dem Zauberstab. Im Prinzip, ja, ich müsste nochmal neu bauen. Oder wir schauen mal bei den Werkzeugen. Ach, das geht ja auch. Tramgleistool. Straßen mit Tramgleis, genau mit der Oberleitung. Jetzt habe ich es gefunden. Danke für den Tipp, das habt ihr mehrfach geschrieben. Ja, das ist natürlich besser. Logisch, weil dann werden nicht die ganzen Häuser hier noch gekappt. Das wollen wir dann doch nicht. Hier könnten wir die Abkürzung nehmen. Gehen hier runter, hier lang. Hier, hier und hier. Jawohl, nochmal eins weiter. Dann zack, hier und hier. Ich könnte ein bisschen rauszoomen. Dann sehen wir das ein bisschen besser. Hier lang, hier lang. Hier lang und dann wollen wir hier rauf. Wäre dann hier. Ja, es ist ein bisschen störrisch, aber es geht. So, hier lang. Nein, jetzt habe ich sie, glaube ich, wieder weggenommen. Machen wir sie wieder hin. Ja, die Gleise. Einmal zack den, einmal hier rauf, hier rauf, hier rauf. Dann hier nochmal schnell halten in der Industrie. Den hier und hier unten durch. Ich hoffe mal, wir kommen hier mit Gleisen unten durch. Müsste eigentlich schon gehen. Aber ja, ihr seht auch gerade, es ist ja tatsächlich ein bisschen störrisch. Boah, aber jetzt nicht wieder abstürzen. Komm, es sind nur Tramgleise. Das ist keine große Übung. Also, da habe ich sie schon. Hier sind die Gleise bereit. Dann düsen wir hier rein und hier haben wir auch Gleise. Guck mal, und das führt uns dann wieder hier hin und schlussendlich hier oben hin. Funktioniert das so? Doch, das müsste so doch eigentlich funktionieren. Gut, jetzt, ich habe natürlich doch keinen Plan mehr, wie lange die Folge jetzt schon läuft. Weil es abgestürzt ist, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich gehe mal davon aus, wir sind irgendwo bei 30 Minuten. Und da lohnt es sich jetzt tatsächlich nicht, hier noch eine Straßenbahn raufzusetzen oder eine Linie zu machen. Ich würde das verschieben auf morgen. Also morgen haben wir hier Straßenbahn und dann sehen wir auch die Mod hier vom Huge-Strecken, wie die funktioniert. Irgendwie natürlich noch einen Bus reinschicken, weil Bushaltestellen haben wir hier auch. Sieht man ja auch. Depots haben wir. Wir haben hier alles, was man braucht. Wunderbar. Schön. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Wir sagen Tschüss, wie immer mit einem Zug. Haben wir hier unten. Ich danke euch fürs Zusehen.
Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir uns die Mod anschauen vom Huge Dragon. Macht's gut, bis denn, tschüss!